Hallo, meine Lieben, ich stelle euch heute einen ganz besonderen Steifhund vor, und zwar den Steifdackel Beppo. Über den erzähle ich gleich ein paar Infos und ja, fangen wir mal an. Der Steifdackel Beppo wurde von 1952 bis 1961 hergestellt. Dann war die Herstellung vorbei. Es handelt sich um diesen Exemplar mit beweglichen Gliedmaßen noch. Wie man hier jetzt sehen könnt, es ist ein sehr schöner Zustand. Ich habe diesen Hund von Kleinanzeigen gekauft, für 23 Euro. Und ja, bei diesen Steiftieren handelt es sich tatsächlich noch um handgemachte Teile. Bei diesen handgemacht ist halt sehr teuer, sehr, sehr alte Steiftiere, umso älter die werden, umso teurer werden sie. Bei diesem Steifdackel Beppo gibt es den auch einen Shop. Wird da sehr teuer auch angeboten für 225 Euro. Der ist 16 cm groß und ich erzähle euch mal und ich zeige euch mal den gleich mal von der Nähe. Und ja, also, das hier ist der Steifdackel Beppo. Genau, das sieht man jetzt hier nicht gut. Ich stelle wieder meine Kamera spinnt, stelle wieder scharf. Also, der hat hier komplett handgemacht. Das Halsband weiß ich allerdings gerade nicht, ob das Kunststoff oder echtes Leder ist. Könnte sein, dass es echtes Leder ist. Da ist Mohair drin. Mohair ist irgendwas, irgendein Stoff. Ich glaube mit Holzwolle. Und sieht man nochmal, die Steifmarke ist ein bisschen kaputt. Aber naja. Genau. Die Augen bestehen aus Glas. Das sind noch Glasaugen. Die Zunge ist aus Filz und das Material ist, glaube ich, das, was jetzt oben ist, der Stoff, ist, glaube ich, schon ein extremer Stoff, den es gar nicht mehr gibt. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich glaube, das ist was anderes. Genau. Man kann hier zum Beispiel. Kann man jetzt hier die Füße bewegen? Das kann man jetzt bei die meisten heutzutage Plüschtieren nicht mehr machen. Weil die sind, der Steifdackel Beppo ist natürlich nicht immer produziert worden. Also der wurde nur für 2 Jahre produziert und ich glaube, so wurden auch weniger Exemplare verkauft. Hergestellt wird der nicht mehr, aber die Steifmarke an sich stellt noch solche Dinger her. Solche Tiere. Ich habe keinen neuen hier, ich habe nur den alten. Daher, dass der alte einen sehr hohen Wert hat und dass der auch selten ist. Der ist selten und viele Exemplare werden nur noch gebraucht verkauft. Aber der Zustand ist meistens sehr, sehr gut, so wie es ihr hier seht. Der hat keinen Knopf mehr im Ohr, aber der ist von Steiff. Das erkennt man an der Hundemarke, an der Marke von dem Halsband, was er da drauf hat. Weil das steht ja auch, das stand auch in der Beschreibung, dass er ein Steifbeppo ist. Er ist etwas älter und 1945. Wahrscheinlich wurde er da irgendwie verarbeitet. Ich weiß es nicht. 1945. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist er doch älter wie geplant. Wenn ihr euch so einen Hund kaufen wollt, müsst ihr wirklich echt sehr viel Glück haben, weil ihr müsst ihn echt, wenn ihr ihn wirklich günstig haben wollt, müsst ihr ihn in einen guten Zustand haben, weil ihr dürft solche Hunde nämlich nicht kaputt kaufen. Da passiert euch dann das, wenn das dann mit diesem Hund zusammenhängt, dass der vielleicht kaputt ist und ihr wisst, so eine Reparatur, habe ich mal irgendwie mal so eine Dokumentation angeschaut, kostet schon um die 1000 Euro, wenn man sich so einen machen lässt. Bei so einem. Zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel, was ich weiß nicht, aber das bei Puppen war das so. In einer Puppenklinik gibt es sowas. Genau. Und aber wenn ihr vielleicht so ein, ihr braucht vielleicht neues Gliedmaß oder so, dann ist es vielleicht auch jetzt nicht so ganz so billig, aber 20 Euro müsst ihr dann schon drauflegen. Wenn ihr einen kaputten habt oder so, dann müsst ihr den reparieren lassen zu einem Experten. Und schmeißen auf jeden Fall nicht in die Waschmaschine. Weil der geht kaputt, der geht auf und dann ist der ganz kaputt. Eventuell könnt ihr ihn nochmal machen, aber ich glaube nicht, dass ihr sowas machen sollt. Ihr sollt ihn auf gar keinen Fall, weil in die Waschmaschine, da geht der kaputt und da geht auch eure Waschmaschine kaputt. Weil da drin ist nämlich Holzwolle und diese Holzwolle ist ja ähnlich wie Stroh. Und dann kann das vielleicht, wenn es in die Waschmaschine geht, beschädigt werden, die Waschmaschine.
sage ich euch eins, nicht in die Waschmaschine tun, das ist die Warnung. Ihr könnt ihn einsprühen, das könnt ihr schon. Also oberflächlich abwischen könnt ihr, aber nicht in die Waschmaschine. Genau. Für mich ist dieser Steifdackel Beppo eigentlich ein Rottweiler, weil er nicht so wie so ein Dackel aussieht. Ihr kennt ja auch den Dackel Waldi, den kennt ihr auch, der ist ja relativ lang und der ist ja relativ klein. Ich stelle ihn mal wieder auf, dann kann ich euch nochmal zeigen. Genau, das mal dazu zum Steifdackel Beppo. Es ist nicht so häufig, dass man dieses Exemplar noch kennt, weil es gibt manche Leute, die kennen das und sind da geboren in dem Jahr und deswegen. Das ist der Steifdackel Beppo. Genau. Was ich heute wirklich noch sagen wollte, lasst sowas nicht als Schrott ein. Diese Teile sind echt teuer. Ich habe da mittlerweile mal gegoogelt. Auch diese Steif-Teddys, die werden noch teurer angeboten wie der. Der kostet jetzt nur 225 Euro, aber die gehen locker bis zu 1000 Euro rauf. Also da muss man wirklich schon, wenn ihr sowas zu Hause habt, verkauft es oder behaltet, dann wird es immer älter und dann wird es immer teurer. Das war's mit dem Video zum Steifdackel Beppo. Haut rein, Leute. Ciao!